Die Bundesregierung will künftig den Pflegebeitragssatz eigenmächtig erhöhen und den Beitragszahlern mehr und mehr Geld aus der Tasche ziehen. Ich habe den Minister im Vorfeld befragt, ob es denn tatsächlich notwendig sei, ein solches Ermächtigungsgesetz zu erlassen. Bereits im April hatte ich die Regierung in meiner Bundestagsrede dafür scharf kritisiert. Hört selbst, was Lauterbach zu sagen hat. Wir reden ja gerade über die Pflegereform. Jetzt haben Sie tatsächlich zwar etwas abgeändert, aber Sie haben es weiterhin drin, dass sich die Bundesregierung ermächtigen möchte, per Verordnung den Pflegebeitragssatz jederzeit erhöhen zu können. Das ist ja eine Aushöhlung der parlamentarischen Demokratie, also keine Kleinigkeit, und sorgt natürlich bei den Bürgern auch für eine gewisse Unsicherheit, wenn die sagen, es kann sein tatsächlich, dass wir in solche Schieflagen geraten, dass ganz kurzfristig jetzt die Beitragssätze durch die Bundesregierung erhöht werden müssen. Deswegen meine Frage an Sie, glauben Sie tatsächlich, dass es so kurzfristige Finanzengpässe in der Pflegebeitragsbereich gibt, dass so solche Verordnungsermächtigungen notwendig sind? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, die Abstimmung ist am Freitag, zweite, dritte Lesung. Sie werden dann noch bis dahin Gelegenheit haben, sich mit dem Gesetz auseinanderzusetzen. Wenn Sie das einlesen, dann sehen Sie, dass die Beteiligung des Parlaments vorgesehen ist und nicht wie im ursprünglichen Entwurf nicht vorgesehen war. Und dann rechne ich auch mit Ihrer Zustimmung, weil wir genau diese Beteiligung des Parlaments jetzt auch umgesetzt haben. Doch das, was Karl Lauterbach hier gerade gesagt hat, stimmt so nicht. Denn künftig muss der Bundestag nur noch optional eingebunden werden, nicht mehr verpflichtend. Denn so steht es im Gesetz, ich zitiere: Die Rechtsverordnung kann durch Beschluss des Bundestags geändert oder abgelehnt werden. Hat sich der Bundestag nach Ablauf von 3 Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, so wird die unveränderte Rechtsverordnung dem Bundesrat zugeleitet. So, wie die Regierung mit unserer Demokratie umgeht, ist davon auszugehen, dass der Bundestag nicht eingebunden wird, indem einfach die Ampel mit ihrer Mehrheit dagegen stimmt, es im Bundestag zu beraten. Ein Schlag ins Gesicht jedes Demokraten und eine Erschütterung der Grundfesten unserer Demokratie.